Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Reagiert. Und wir gucken uns mal wieder Spiritbox an. Wir haben so eine Liste, wo uns Leute Vorschläge gemacht haben, die wir uns dann halt in diese Liste schreiben. Und es ist tatsächlich der oberste Wunsch aktuell, also der älteste quasi, aus November, von Patrick S. Und den, ja, erfüllen wir jetzt mal. Haben wir schon gesagt? Rule of Nines. Rule of Nines. Unser drittes Video, was wir von Spiritbox machen. Das erste fanden wir ganz cool. Das zweite fanden wir so mäßig. Ja, das war gut, glaube ich. Aber ja. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir bleiben da dran, weil Spiritbox, irgendwo habe ich mal gelesen, auch irgendwie mit Progressive Metal stand da was. Ja. Das ist ja, wäre ja so unsere Baustelle. Ja, genau. Lass uns überraschen. Genau. Also, los geht's. Ja, eine Live One-Take Performance. Anscheinend hört sie was, was wir nicht hören. Okay. It's time for singing and then some screaming. And then some singing and more screaming. Ja, hier auch ein SM7B. Oder sowas in der Art. Das klingt auf jeden Fall progressiv. I offer my life, cursed in the shrine, broken in twine. I feel my inside breaking down. I bury it in time. I want to be part of life. Did we disappear of my mind? Schön, wenn es so rum ist, ne? Das erste schöne Gesang. Okay, ich musste halt so dran denken. Stell dir vor, ich würde so singen und würde hier daheim was aufnehmen. Ja, ich meine, haben wir ja auch schon gemacht, ja. Ich glaube, da würden die Nachbarn vorbeikommen hier, ob hier alles in Ordnung ist, ne? Ja. Ja, also cool. Wir haben ja schon mal so ein One-Take-Vocal-Performance von der Tatjana Schmeiluk geguckt. Ja. Und ich finde das sehr beeindruckend zu sehen, wie halt auch wirklich, das ist ja jetzt ungeschnitten, unbearbeitet, wie sie nahtlos den cleanen Gesang und das andere macht. Ich finde es auch interessant, sie dabei zu beobachten,
wie, je nachdem, wie sie den Kopf hoch oder runter nimmt und auch von dem Mikro hin und weg, das ist, glaube ich, genau, ein sehr aufwendiger Lernprozess, ja, auch mit diesem, ja, mit dieser Stimmtechnik, aber auch mit, ja, der, mit dem Mikrofon da so, ja, zu spielen. Genau, genau. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass das nicht jeder kann. Ja. Mir kamen jetzt die Crows nicht so heavy vor irgendwie, oder? Bin nicht ich schon abgestumpft mittlerweile? Vielleicht, ja. Also die waren schon, aber dadurch, dass sie halt relativ sparsam eingesetzt waren, ja, eigentlich ziemlich cool gemacht und, ja, toll gesungen, das andere natürlich. Ich habe es ja schon im Video gesagt, Harmoniegesang zu einem Backing-Track, ja, den da wirklich auf den Punkt zu nageln, Chapeau. Ja, ja, ja. Also das war jetzt so ein bisschen die Downsize, fand ich, an dem Video. Das von der Mischung her, also der Vocal-Track von ihr jetzt, der war halt draufgeklatscht und das hört man, also ich höre das halt. Ne? Genau, also er war deutlich lauter. Ich hätte, ja, mir gewünscht, dass ich die Gitarre und das Schlagzeug, ja, mal ein bisschen besser höre, genau, ab und zu, genau, weil das, was ich hören konnte, die ja auch wirklich, ja, cooles Zeug gespielt haben. Ich sag mal, von jetzt als One-Take-Performance, ne, dann passt es natürlich dazu. Ne? Also das können wir jetzt nicht irgendwie negativ angreifen oder, nein, so. Nein, wollen wir auch nicht. Nee. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja. Ja. Nee, also ich fand das richtig cool und wir bleiben, ja, auch bei Spiritbox, glaube ich, da noch ein bisschen dran. Die, genau, haben, glaube ich, da noch mehr im Köcher, ja, für uns. Wir haben auch noch irgendwie 2-3 Vorschläge, aber wenn ihr auch noch was habt, schlagt uns was vor. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie coole Live-Videos vielleicht mal? Das hat man noch nicht, ne? Live hat man noch nicht. Nee, ich weiß nicht, ob es was gibt. Wenn es was gibt, dann schlagt uns das doch vor. Das wäre ja vielleicht auch ganz cool. Genau. Und wenn ihr schon mal vorschlagen seid und kommt zufällig beim Abonnieren-Button vorbei, vielleicht bleibt er mit der Maus dran hängen, das würde uns sehr freuen. Genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, bis bald. Und ja. Ja. Tschüss. Tschö. Cut. Cut. Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Ja, hier. Ja, ja, schon wieder. Ja, ich war auch dabei. Babu, babu, babu. Und dann haben wir Spiritbox geguckt, ne? Ja, Roll of Nines war das. Ja, und ach, das war aber ein schönes Lied, ne? Weiß ich noch nicht. Ja, ja.